Ist das? Im Heck? Ob ich bereit bin oder nicht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, warte nur, du Arschloch. Der Kerl, der Lilly entführt hat, das muss er von dem Lager aus aufgenommen haben. Ich warte auf dich. Er scheint mich also zu hören. Ja, genau, komm her. Komm her. Such's. Und jetzt fühle ich mich für Outlast. Ja. So schaut's aus. Wer ist das? Und Herr der Ringe. Bitte nicht. Die Schlampe. Oh mein Gott. Caro, bitte nicht aufstehen. Komm, bleib stehen und dazu. Die Caro will aufs Klo gehen. Ja, die Caro läuft weg. Ich lauf nicht weg. Mein Headset entwickelt gehabt. Mein Kabel. Check's nicht, gell? Sie ist weg! Kaputt! So, da ist noch. Ja, siehst du. Ja, du Ritter. Aufsammeln. Huh.
Noch immer da Benzin. Hm? Noch immer da Benzin. Hm. Schau, viel Schießpulver wir haben. Okay, wir können uns Drogen reinspitzen. Drogen hinein. Da drüben schau. Wacht sich auf. Da ist eine. No. Du holst die Sachen nicht drin. Okay, da kann ich weitermachen. Da komme ich auf den Idioten geschossen. Nein! Wer ist da? Alles okay. Harrison, richtig? Ich bin keiner von denen. Oh, wer sind Sie? Keine Sorge. O'Neill schickt mich. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Ich suche nach dem Kern. Wo ist er? Ist er hier? Erster Stock. Der Stabilisierungsemitter. Emitter? Vergessen Sie's. Ich will den Kern finden. Sie müssen den Emitter einschalten. Er stabilisiert die Umgebung. Ohne ihn bricht die Union komplett zusammen. Dann ist der Kern auch egal. Schalten Sie ihn ein. Das schwächt ihn. Schwächt? Sie meinen... Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Leise. Harrisons Kommunikator. Vor seinem Tod hat Miles Harrison dir diesen Kommunikator gegeben. Offenbar kann er damit der Stabilisierungsmitter eingeschaltet werden. Und jetzt muss ich wie immer unprofessionell aufs Klo und die Caro erzählt irgendwas. Ich muss weiter erzählen. Irgendwas? Ja, erzähl irgendwas. Ja, was soll ich erzählen? Das musst du mal erklären. Ja. Animal Dirks. Was soll ich erzählen? Das ist die Frage immer. Meine Katze ist weiß. Mein Bart. Mein Hase hat einen dreifeckigen Bart. Was? Mehr weiß ich nicht. Ich kann nichts erzählen. Ich weiß nichts. Es tut mir leid. Es
So, ich bin wieder da. Ja. Brauchst mich bitte nicht. Ich. So. Noch ein totes Teammitglied. Hätte ich doch nur mehr erfahren können. Keine Sorge, Lily. Ich finde dich trotzdem. Was? Psch. Da kommt was. Gut, dann hole ich da alles. Was soll das denn? In dieser teure Ossin-Handel-Halskette ist ein großer Edelstein eingearbeitet. Okay. Was ist das? Ist ganz schön alt. Muss was bedeuten. Okay, schauen wir uns mal um. Nein, kannst nicht abschießen. Das bringt auch nichts. Das hast du schon 5000 Mal gemacht. Schauen wir uns mal um. Okay, warte kurz. Obwohl diese Blume wunderschön ist, ist irgendwas seltsam, Mann. Du hast das Gefühl, dass du bei den
Da du dann besonders vorsichtig sein solltest. So, nochmal. Ja, es ist hier nicht so schwer. Das passiert schon. Wir sind genau richtig. Sehr gut. Drehen. Nichts. Was habe ich übersehen? Scharfstellen vielleicht? Das gleiche Kleid. Noch schärfer stellen? Hintergrund? Ah! Genau das. Okay. Ja. Komm schon. Drehen. Nein. Ja, so. Genau so. Gut. Wir sollen die Kunst genießen. Weitere enthauptete Leichen gefunden. Nein, ich nicht. Laut KCPD wurde heute Morgen die Leiche einer Frau in Crimson City Park gefunden. Das Opfer wurde als Emily Lewis identifiziert. Eine aufstrebende junge Schauspielerin, die auch als Model arbeitete. Ihr Kopf wurde noch nicht gefunden. Doch nach der Untersuchung wurde der persönliche Gegenstand am Fundort. War. Was? Doch nach Untersuchung der persönlichen Gegenstände am Fundort war eine zweifelsfreie Identifizierung möglich. Und es wird weitergegangen. Es handelt sich hierbei um den neuesten einer Reihe bisher ungelöster Mordfälle ähnlicher Art. Leutnant James Van Kirk von der Mordkommission KCPD gab eine Pressekonferenz, auf der er unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigte. Das Crimson City das Jagdrevier eines Serienmörders ist. Wenigstens konnte Emilys langjähriger Freund und Fotograf Stefano Valentini war von der Nachricht tief getroffen. Es ist schrecklich, was meinem begnadeten Model zugestoßen ist. Wenigstens konnte ich noch ihre Seele für immer festhalten, bevor sie zerstört wurde. Na, immerhin. Ich erinnere mich. Er erinnert sich. Immer noch ungeklärt.
Kunst würdigen? Ja, schön. Wenn es mich weiterbringt, spiele ich deine Spielchen. Na komm, mach auf. Den Shit. Ah. Wer denkt sich denn sowas aus? Okay, Hand rosa. Aber die will ich nicht fortführen. Das ist Lily. Der Kerl spielt mit mir. Ja, danke. Okay, dann kann ich nicht. Dann. Da. Der Mobius-Agent im Foyer. Das ist er raus. Noch so ein eingefrorenes Ausstellungsstück. Armer Kerl. Wenn er nicht schon tot war, bevor er dort runtergeworfen wurde, wird er spätestens dann sein, wenn er irgendwann aufschlägt. Noch eins. Aber was hat er vor? Weiter. Shit. Huh.
Schultern. Nein. Bitte. Nein, natürlich. Bitte. Dann. Hui. Ich drücke drauf. Ja, was soll ich sagen? Ich bin erschüttert. Ja, bist erschüttert? Ich war nicht. Da liegt was. Ja, Blut. Und ein Schädel. Oh oh. Das kannst du nicht von mir erwarten, dass ich dann noch was erzähle. Was sind das für ein Schädel, Schatz? Was sind das für Dinger? Super. Handschriftliche Notizen. Auf einer ausgefallenen Karte steht in unordentlicher Schrift: Zu schön, um gesehen auf der Straße zu verrotten. Ich muss sie einfach ausstellen. Ich wünsche, ich könnte auch den Ruhm ernten. Es ist gut zu wissen, dass es hier weitere Künstler außer mir gibt. Das Opfer soll das sein. Verdammt. Das muss der Emitter sein. Ich hasse sowas. Links wenden, da bist du herkommen. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, da. Alles da.
Komm, du kannst es zerschlagen. Hör auf. Komm. Hör auf mit dem... Ja, da sind wir gut dran. Ja. Ressourcen verschwenden, juhu.